Sie liefen vor mir. Raimund, Daniel, Theresa und auch Elsa war mitgekommen. Schweigsam war sie und angespannt, aber die Aura von sturer Willenskraft, die sie an sich hatte, wurde von diesem Umstand nicht beeinträchtigt. Obwohl sie von uns fünf die schwerste war, kriechte sie am wenigsten, wenn wir uns bergauf durchs Unterholz schlugen. Unsere Atemwolken stiegen aus unseren Mündern empor, vermischten sich mit der kalten Luft, und meine Kleidung lag klamm und feucht und unangenehm an meinem Leib. Die Rucksäcke, die wir alle trugen, machten uns den Marsch nicht eben einfacher. Ich hatte keine Erinnerung mehr daran, wie lange es dauerte, von Dobel hierher zu gelangen. Daher hatte ich auch keine Ahnung, wie weit wir jetzt, am späten Vormittag des nächsten Tages, von Dr. Arlinger und seinen Lemmingen entfernt waren. Ebenfalls wusste ich nicht, wen ich mehr verachtete. Die Einwohner von Dobel, die ihre eigenen Leute feilboten, oder die Soldaten in den gepanzerten Fahrzeugen, die offenbar Menschen verbrauchten und dann wieder wegwarfen, wie man es vor dem Krieg mit Kaffeebechern aus Pappe getan hatte. Alle paar Meter waren noch Spuren des Staubes zu sehen, den der Westwind bringt. Er hatte sich gesammelt, in Kuhlen auf dem Boden, zwischen den Wurzeln der Bäume und auf den Blättern mancher der Farne. Theresa ging an der Spitze unseres kleinen Trupps. Geschickt und routiniert gab sie den Kurs vor, der uns weitestmöglich von diesen Staubansammlungen entfernt durchs Gelände führte, ohne uns dabei zu sehr zu verlangsamen. Der Wind, nein, alles, kam mir kalt vor an diesem Morgen, obwohl ich von unserem Marsch ebenso erhitzt war wie die anderen. Wir hatten gerade einen weiteren Hügel, ich weiß nicht mehr, der wievielte es war, erklommen, als Theresa stehen blieb und sich zu uns umdrehte. »Wir werden schon bald da sein. Keine Gespräche mehr. Entsichert eure Waffen. Seid auf der Hut vor ihren Patrouillen.« »Kein Problem. Gespräche hatte es schon seit einer Weile keine mehr gegeben, und entsichert hatte zumindest ich bereits, seit wir den Krater der Sikors verlassen hatten.« Theresa fuhr fort. »Wir machen es, wie wir es vorhin besprochen haben. Wir schleichen uns von Norden her ans Krankenhaus heran. Wenn wir in der direkten Nähe sind, versuchen wir«, sie zeigte auf mich, »seinen Freund zu erreichen. Wenn er uns mit einem Ablenkungsmanöver helfen kann, gut. Wenn nicht, muss es eben anders gehen.« Jetzt wandte Theresa sich an Elsa. »Du, verhältst dich ruhig, hörst du? Wir müssen überlegt vorgehen, wenn wir deine Jungs da rausholen wollen. Keine Alleingänge, kapiert? Hör auf Raimund. Du auch, Daniel.« Elsa schnaubte wütend und verstärkte den Griff um die Schrotflinte, die sie trug, so, als wollte sie sagen, »Von dir nehme ich keine Befehle entgegen, Mädchen.« Aber schließlich nickte sie, wie Daniel es eine Sekunde zuvor getan hatte. Ihre Jungs, das hatte Daniel mir erzählt, waren keine Sikors. Sie waren nicht versehrt. Aber sie lebten mit ihrer Mutter zusammen im Krater, weil sie eben eine Familie waren. Der letzte Rest einer Familie, besser gesagt. Ihr Vater war mit den falschen Soldaten, die den Tribut forderten, mitgegangen, als einer der Ersten, und er war nicht wieder zurückgekehrt. Die Dobler hatten die Jungs im Wald gefangen genommen. Natürlich, als Abtrünnige waren sie, ungeachtet ihres Gesundheitszustandes, sofort ausgewählt worden, um von den Menschenräubern mitgenommen zu werden. Diese Menschenräuber, waren sie wirklich so mächtig? Kamen sie wirklich jedes Mal mit einer Übermacht, die jeglichen Widerstand sinnlos machte? Die Welt retten oder was davon noch übrig wäre? War das wirklich ihre Agenda? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und die Sikors? Theresa? Wie alt war sie jetzt? Vor wie vielen Jahren hatte sich mein Gesicht in ihre Erinnerung gebrannt und vor wie vielen Jahren hatte ich sie abgewiesen, sie nicht weiter beachtet und war meines Weges gezogen. Nachdem sie mir davon erzählt hatte, war die Erinnerung langsam in mein Gehirn geträufelt. Nicht vollständig natürlich. Vage, verschwommene Bilder, von denen ich nicht einmal wusste, ob sie richtig oder falsch waren. Die Leute, die das Gasthaus in Bühlertal betrieben hatten, die waren wirklich nicht gut gewesen. Schon damals hatte ich den Eindruck gehabt, dass sich hier der absolute Bodensatz des kleinen Ortes gesammelt hatte. Wahrscheinlich war das schon vor dem Krieg so gewesen. Die Säufer, die Kleinkriminellen und die Skrupellosen, die diese Schwächen auszunutzen verstanden.
Natürlich hatte ich schnell wieder von dort weggewollt, nachdem ich etwas Munition gegen Essen getauscht hatte. Natürlich hatte ich Theresa nicht mitnehmen wollen, hatte mir das Leben nicht schwerer machen wollen, als es ohnehin schon gewesen war. Ich weiß nicht mehr, ob ich mir einfach nichts dabei gedacht hatte oder ob es mir schlicht egal gewesen war. Auf jeden Fall hatte ich mich entschieden, sie bei diesen Leuten zu lassen. Wahrscheinlich war mir sogar klar gewesen, was sie dort über sich ergehen lassen musste. Mental war ich damals in keiner guten Verfassung gewesen. Ich erinnere mich vage daran, ein paar Jahre später wieder dort vorbeigekommen zu sein. Da war niemand mehr dort gewesen. Keine Ahnung, was passiert war. Vielleicht würde sie es mir noch erzählen. Vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle war es kein Wunder, dass sie sich an mich erinnerte, an mich, ihre Chance, von dort wegzukommen, die sich ihr, ohne für sie verständlichen Grund, vielleicht sogar aus purer Gemeinheit heraus entzogen hatte. Ich wollte nur meine Ruhe haben, allein sein. Der Schmerz über den Verlust meiner ersten Familie war noch zu frisch, zu stark gewesen, um mich auf neue Leute einzulassen. Man konnte sich auf niemanden verlassen, nicht einmal auf den eigenen Onkel. Ich glaube, wenn die Soldaten ihn nicht getötet hätten, hätte ich es selbst getan. Das schlechte Gewissen, das ich jetzt Theresa gegenüber verspürte, war nicht der einzige Grund, aus dem ich helfen wollte, Elsas Jungs aus dem Krankenhaus zu befreien. Vor allem wollte ich mit Rolf sprechen, und Dobel lag relativ hoch oben, was die Chancen auf Erfolg vergrößerte. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir noch liefen, aber die Sikos gaben ein immer höher werdendes Tempo vor, allen voran Theresa. Elsa lief jetzt neben mir in der Spitze. Manchmal flüsterten sie leise miteinander. Einmal mehr war ich beeindruckt, wie schnell sie alle sich trotz ihrer zahlreichen Gebrechen und Handicaps fortbewegen konnten, ihre Schmerzen dabei eisern ignorierend. Bald erreichten wir die Stelle, die Theresa ausgewählt hatte, um unseren Rettungseinsatz zu starten. Eine kleine Senke, umgeben von Farnpflanzen und wilden Brombeersträuchern, über deren südlichen Rand wir jetzt spähten, etwas unterhalb eines überwucherten Forstweges. Von weiter weg hörte ich den Motor des Dobler Traktors tuckern. Wie hieß der Fahrer doch gleich? Für die Dobler war wohl alles normal an diesem Tag. Zumindest schien alles seinen Gang zu gehen. Zwischen Zweigen, Blättern und Baumstämmen hindurch konnte ich die kleine Parkanlage sehen, die vor dem Krieg um das Krankenhaus herum angelegt worden war. Auch sie war wild bewachsen, und die Wege, auf denen man früher entlang spaziert war, waren nur noch als schmale Pfade zu erkennen. Dahinter die Außenwand des Nordflügels. Die Pflanzen in der Parkanlage waren natürlich jünger als die des Waldes. Keine Bäume. Nichts also, was eine Kugel aufhalten würde, aber trotzdem boten sie uns eine Möglichkeit, um ungesehen nah an den Nordflügel des Krankenhauses heranzukommen, ohne gesehen zu werden. Wir waren auf dem Bauch in die Senke hinuntergerobbt, und auf Theresas Zeichen hin drehte ich mich jetzt um, nahm den Rucksack von den Schultern und öffnete ihn. Die 12 Volt stellten kein Problem mehr dar. Wolfert hatte noch in der Nacht 3 Sikos abkommandiert, um eine Autobatterie zu besorgen. Keine Ahnung, wo sie die gefunden hatten. Als wir aufgewacht waren, hatte sie im Dreck vor Theresas Kammer gestanden. Die Kontakte immerhin hatte man vom gröbsten Schmutz befreit. Raimund half mir, die Batterie auf die richtige Art und Weise mit dem Funkgerät und dem Verstärker zu verkabeln. Kanal 56. Ich stellte ihn ein. Und für 1 oder 2 Sekunden erwiderte ich die neugierigen und gespannten Blicke der anderen, fuhr mir mit der Zunge über die trockenen Lippen. Ich glaube, nicht einmal während des Kampfes um den Frankfurter Hauptbahnhof war ich so aufgeregt gewesen wie jetzt. Plötzlich schwitzten meine Handflächen. »Jetzt mach schon«, flüsterte Theresa heiser zischend. Ich drückte die Taste. »Rolf, kannst du mich hören?« »Rolf!« Auch ich flüsterte. Dann ließ ich die Taste wieder los und drehte den Regler des kleinen Lautsprechers um eine Winzigkeit nach rechts. Ich musste nahe herangehen, um das statische Rauschen überhaupt hören zu können. Wir waren jetzt so nah an unserem Einsatzort, dass uns jedes kleine Geräusch hätte verraten können. Das Rauschen und Knistern schien eine Ewigkeit anzudauern. Dann, gerade als ich die Taste erneut drücken wollte, um zu sprechen, hörte ich... Schi, wie,
Du. Klappt in. Rau. In Dung. Stör. Was? Rolf, ja. Rolf, ich kann dich hören, aber nur ganz abgehakt. Rolf, wir brauchen deine Hilfe. Also hier in Dobel, du musst. Sag ihm, dass wir einen scheiß Luftschlag brauchen. Sag ihm, dass wir meine. Mischte sich Elsa ein. Theresa zischte sie ungehalten an, damit sie ruhig wäre, denn ich hatte die Taste bereits wieder losgelassen und lauschte erneut. Stehen, hö, spä, wart, au, ich. Oh, Scheiße, es hatte keinen Sinn. Ich sah Theresa an und schüttelte den Kopf. Sie nickte. Ich löste die Krokodilklemmen, mit denen ich den Kontakt zur Batterie hergestellt hatte, und verstaute die Geräte wieder in meinem Rucksack. Es musste ohne Rolf gehen. Ich weiß nicht, wer den riskanteren Job hatte. Elsa, Daniel und Raimund, die ins Krankenhaus schleichen sollten, um Elsas Söhne zu befreien, oder Theresa und ich. Wir waren für das Ablenkungsmanöver zuständig, das idealerweise Rolf mit Hilfe seiner Drohne hätte ausführen sollen. Ich war es gewesen, der diese Aufteilung vorgeschlagen hatte. Nein, eigentlich ist das nicht ganz richtig. Eigentlich wollte ich alleine gehen und ein oder zwei Häuser anzünden oder irgendetwas in der Art. Theresa hatte darauf bestanden, mitzukommen. Machte ja auch Sinn. Wenn es mich erwischen würde, bevor ich Erfolg gehabt hätte, wäre immer noch sie zur Stelle gewesen, um die Chancen für die drei anderen zu erhöhen. Davon abgesehen hatte Theresa die Molotow-Cocktails in ihrem Rucksack. Kurz hatte ich überlegt, meinen eigenen Rucksack mit dem momentan nutzlosen Funkgerät darin in der Senke zu lassen, aber ich hatte es nicht geschafft, mich davon zu trennen. Wir hatten also die anderen zurückgelassen und waren ein paar hundert Meter Richtung Osten geschlichen, dorthin, von wo der Lärm des Traktormotors erklang. Es war Theresas Überlegung gewesen. Es wäre besser, nicht sofort den ganzen Ort zu alarmieren, sondern nur die Wachen, die für das Krankenhaus zuständig waren. Wenn wir es schaffen würden, dass sie als Erste ihre Posten verließen, dann würde es ein Zeitfenster geben, das hoffentlich ausreichen würde, um uns zurückzuziehen, bevor alle Dobler am Ort des Geschehens eingetroffen wären. Sie wollte es spektakulär machen. Sie hatte vorgehabt, den Fahrer des Traktors, Rotfuß, ja genau, zu erschießen, seine Leiche vorne an die Maschine zu binden, das Ganze anzuzünden und dann die Hauptstraße entlang tuckern zu lassen. Zum Glück habe ich ihr das ausreden können. Der dramatische Effekt wäre zwar beachtlich gewesen, das mit Sicherheit, aber sie hätten dann sofort gewusst, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Ein einfacher Hausbrand dagegen. Mit etwas Glück würde der sie zuerst zu Wassereimern greifen lassen, anstatt zu den Waffen. Geduckt schlichen wir uns an das, vom Ortseingang aus gesehen, zweite Haus heran, das sich nördlich der Hauptstraße und damit nahe am Krankenhaus befand. Von der Rückseite her in das Haus einzudringen war kein Problem. Im Inneren roch es muffig, aber nicht so, als wäre hier Essen verschimmelt oder als wären Leichen verwest. Es drang nur wenig Licht durch die vom Staub des Westwindes und Blütenpollen stumpf gewordenen Fenster. Es war eine bescheidene Wohnstätte. Alte Möbel, nichts, was vor dem Krieg modern gewesen wäre. Ein Kachelofen im Wohnzimmer, Jagdtrophäen an der Wand und ein paar ausgestopfte Vögel. Zu dumm, dass wir das Haus anzünden würden und keine Zeit hatten, es zu durchsuchen. Falls der ehemalige Besitzer Jäger gewesen war, würde es hier vielleicht noch Waffen und Munition geben. Aber dafür hatten wir jetzt keine Zeit. Wir hatten ohnehin schon zu lange gebraucht, um nach Dobel zu gelangen. Die Zeit zerrann uns zwischen den Fingern, denn jeden Moment, irgendwann im Laufe des Tages, würden die falschen Soldaten hier auftauchen, um ihren Tribut entgegenzunehmen. Ich fragte mich, wie das Ganze vonstatten gehen würde. Würden die Dobler die Gefangenen aus dem Krankenhaus herausführen? Vielleicht wäre das ja ein besserer Zeitpunkt für unseren Überfall. Ah nein, das war Schwachsinn. Einen besseren Zeitpunkt als jetzt gab es nicht. Es war kein Problem, nach oben zu gelangen und mit Hilfe von drei Molotow-Cocktails den Dachstuhl in Brand zu setzen. In der Tat ging es sogar dermaßen schnell, dass wir uns hatten sputen müssen, das Haus zu verlassen, bevor wir uns eine Rauchvergiftung eingehandelt hätten.
Gierig hatte das Feuer an den ausgetrockneten Balken genagt, war gewachsen und hatte sich ausgebreitet. Was jetzt? Das nächste Haus? Ist das nicht so auffällig? Theresa zuckte mit den Schultern. Und? Ich habe es dir doch vorhin erklärt, oder? Wenn sie denken, dass es kein Zufall ist, dass es nicht die Sonne war, die durch irgendeine zufällig herumliegende Glasscherbe gebündelt wurde oder so etwas, dann... Idiot, hast du schon mal nach oben geschaut? Die Sonne scheint nicht. Die Ablenkung brauchen wir trotzdem. Und jetzt... Jetzt hole ich mir Rotfuß auf seinem verdammten Traktor. Sie machte Anstalten, um das Haus herumzugehen. Dabei nahm sie ihr Gewehr von der Schulter. Ich war zu perplex, um sofort zu reagieren. Sie hatte nur zum Schein eingelenkt, und in ihren Augen hatte ich etwas gesehen. Sie hasste die Dobler. Ich hätte das früher erkennen müssen, und es war auch nicht weiter verwunderlich. Natürlich hatte sie nicht den emotionalen Abstand, sie alle nicht, nicht den, den ich hatte. Wie sollte das auch gehen? Sie hatten Freunde verloren, Verwandte und Geliebte. Wie sie mich behandelt hatten, Dr. Arlinger und seine Schergen, es war ein Dreck dagegen, und ich war schon wütend auf sie. Davon abgesehen, während der kurzen Zeit, die ich gebraucht hatte, um diese Gedanken zu denken, war sie schon um die Ecke herum verschwunden und hatte auf Rotfuß angelegt. Nein, es stand mir nicht zu, sie daran zu hindern. Nicht wirklich. Davon abgesehen, der Schuss würde wahrscheinlich ein gutes Startsignal für Daniel, Elsa und Raimund sein. Also tat ich, was nötig war. Ich bezog Posten hinter zwei Regentonnen, die im kleinen Vorgarten des brennenden Hauses standen. Von dieser Position aus konnte ich sowohl die Zufahrt zur Südseite des Krankenhauses im Blick behalten, als auch die Ortsstraße hinuntersehen. Von da würden sie kommen, malte ich mir aus. Ich erschrak, als Theresas Schuss die Stille zerriss und wirbelte herum, obwohl ich gewusst hatte, dass er kommen würde. Rotfuß hatte wohl den Traktor angehalten, als er die Flammen im Dachstuhl entdeckt hatte. Er war von dem verrosteten Gefährt heruntergeklettert, an das irgendein landwirtschaftliches Ding angehängt war, das er hinter sich hergezogen hatte. Ich konnte sehen, wie er da stand, in etwa 80 Metern Entfernung. Er hatte uns noch nicht entdeckt, und auch das Schussgeräusch hatte nicht dazu geführt, dass er in Theresas Richtung sah. Nein, er sah an sich herab, sah auf das Blut, das auf Bauchhöhe aus ihm herausquoll. Er wirkte nicht einmal besonders erschrocken, eher verwundert. Ich konnte sehen, dass er seine Hände langsam auf das Loch in seiner Leibesmitte zubewegte, das Theresas Kugel gerissen hatte. Er führte die Bewegung nicht zu Ende, fiel einfach um, und der Motor seines Traktors tuckerte weiter, als wäre nichts passiert. Ob sie absichtlich auf den Bauch gezielt hatte, damit es länger dauern würde? Von der Ortsmitte her, wahrscheinlich vom alten Wasserturm, hörte ich jetzt die Dobler rufen. Die Worte konnte ich nicht verstehen, aber das war gar nicht nötig. Bald würden sie hier sein. Dann noch mehr laute und schreiende Stimmen aus der direkten Nähe. Im Geiste versuchte ich, die Zeit zu messen. Als ich bis 40 gezählt hatte, konnte ich das Geräusch rennender Menschen vernehmen. Nicht von der Ortsstraße her. Wenn von dort jemand gekommen wäre, hätte ich das auch rechtzeitig gesehen. Nein, sie kamen die abzweigende Zufahrtsstraße des Krankenhauses entlang, die zum Ostflügel führte, vielleicht 60 oder 70 Meter von meiner jetzigen Position entfernt. Gleich wären sie auf der Straße. Vier waren es dann, die um die Ecke auf die Hauptstraße brachen und stehen blieben und starrten, als sie das Feuer erblickten. Sie waren sich nicht darüber im Klaren, dass sie angegriffen wurden. Sie hatten ihre Waffen zwar dabei, aber sie hielten sie nicht feuerbereit. Vielleicht hatten sie den Schuss, den Theresa abgegeben hatte, für die Fehlzündung des Traktors gehalten. Oder vielleicht für das laute Bersten eines der brennenden Balken des Dachgeschosses. Die Wärme des Feuers konnte ich inzwischen auch hier unten spüren. Sorge war auf ihren Gesichtern zu erkennen, Neugier und Schrecken. Das schon, aber kein Argwohn. Theresa hatte sich neben mich begeben, ebenfalls hinter die Regentonnen. Sie sah mich direkt an. Jeder schießt dreimal und dann hauen wir ab. Und zwar hinter dem Traktor vorbei, über das Feld in Richtung Süden. Wir führen sie vom Krankenhaus weg.
Verstehst du das? Sie sollen uns jagen, damit die anderen leichteres Spiel haben.« Mit einer knappen und vielleicht auch etwas zu herrischen Geste schnitt ich ihr das Wort ab. Natürlich hatte ich verstanden. Ich hatte auch verstanden, dass die Ersten, die jetzt auf das brennende Haus und damit auf uns zurannten, unschädlich gemacht werden mussten. Würden wir das nicht tun, hatten wir keine Chance. Dann wären wir auf dem Feld lediglich leicht zu treffende Ziele. Es war ohnehin schon waghalsig, nicht direkt in den Wald zurückzurennen, was der deutlich kürzere Weg gewesen wäre. Dann allerdings würde uns möglicherweise niemand von den Doblern bemerken, und bemerkt werden mussten wir, damit sie uns verfolgen würden und nicht Raimund, Daniel, Elsa und ihre Jungs. Das hieß natürlich, falls sie überhaupt Erfolg haben sollten. Inzwischen war die Gruppe auf 6 Mann angewachsen. Ich legte auf den ersten an, ein junger Mann mit schlimmer Akne, und auch Theresa wandte sich ihnen zu und zielte. Wir schossen beinahe gleichzeitig. Während wir quer über das Feld rannten, fand Theresa tatsächlich noch die Kraft, mich zu beschimpfen. »Verdammter Idiot! Warum hast du auf die Beine geschossen? Warum hast du sie nicht?« Die Bilder vor meinem inneren Auge waren frisch, wie sie gefallen waren. Meine Ziele und Theresas. Einen hatte sie direkt in die Stirn getroffen, einen anderen hatte sie durch den Mund geschossen. Blut und Zähne in der Luft. Der dritte Schuss war fehlgegangen, genauso wie mein erster. Ich hatte einen Oberschenkel exakt in der Mitte erwischt und dann das Knie eines anderen Mannes. Ich hätte ihr sagen können, dass es ihre Kräfte binden würde, wenn sie sich um die Verwundeten kümmern müssten. Das ist die zweite Welle, die aufgetaucht war, nachdem wir das Feld beinahe zur Hälfte überquert hatten, dass es sie behindern würde, wenn sie sich um Verletzte sorgen mussten. Ansonsten wären sie einfach an den Toten vorbeigerannt, uns hinterher. Das war aber nicht mein eigentlicher Grund gewesen. Ich hatte es doch im Lager des Ivan erlebt. 90% von denen, die bei egal welchem Spiel mitmachten, wussten es einfach nicht besser, taten einfach nur, was ihnen gesagt wurde. Sie versuchten, in der jeweiligen Situation zurechtzukommen und hatten keinen Überblick über das große Ganze. Sie waren froh, dass ihnen jemand sagte, was zu tun war, und wenn sie dann noch von jemandem geführt wurden, der zumindest ein bisschen Charisma sein eigen nennen konnte, dann würden sie folgen. Ich dachte an die Rotärmel, die ich zurück ins Bahnhofsgebäude geführt hatte, während auf dem Vorplatz Iwans verzweifelter Kampf noch in vollem Gange gewesen war. Auch ich hatte mir diesen Effekt zunutze gemacht. Das war der eigentliche Grund, aus dem ich nicht hatte töten wollen. Aber unsere Schüsse hatten dennoch ihren Zweck erfüllt. Wir hatten die komplette erste Welle ausgeschaltet, und selbst jetzt, als die Kugeln nah an uns vorbeizischten und die Erde hochspritzen ließen, während wir Haken schlugen und keuchend versuchten, den südlichen Wald zu erreichen, ohne getroffen zu werden, selbst jetzt war ich mir sicher, dass ich recht hatte und sie nicht alle auf uns feuerten. Keine Ahnung, wie viele es waren. Ich hatte es nicht gewagt, meinen Kopf zu drehen, um nachzusehen. Ich konnte 4 Schussgeräusche unterscheiden. 4 verschiedene Waffen. Wahrscheinlich waren es 6 oder 8 Dobler, und die anderen kümmerten sich um die Verwundeten. Vor mir stoppte Theresa abrupt, und ich musste ihr ausweichen, um nicht mit ihr zusammenzustoßen. Sie drehte sich um, feuerte, repetierte und wiederholte das ein weiteres Mal. In der Zeit, die sie dafür benötigt hatte, war ich etwa 8 oder 12 Meter weiter zum Stehen gekommen. Jetzt musste ich es wie sie tun, begriff ich ihren Plan instinktiv. In schneller Folge schoss ich 2-mal, während sie wieder aufsprang, einen weiteren Haken schlug und einige Meter hinter mir erneut in die Knie ging und schoss. Wenn es einen Namen dafür gab, dann kannte ich ihn nicht, aber es funktionierte. Einige Male durchliefen wir diesen Zyklus, dann hatten wir den Waldrand erreicht. Mein Gewehr war jetzt leer geschossen und auch Theresa konnte nicht mehr viel Munition haben. Sie sagte nichts, nachdem wir uns im leicht abschüssigen Unterholz zu Boden geworfen hatten. Sie hatte 2-mal tödlich getroffen, ich dagegen hatte nur einen weiteren Oberschenkel nahe am Rumpf erwischt. Durch unser Keuchen hindurch, während wir im Dreck lagen und um Atem rangen, die momentane Sicherheit und den Sichtschutz ausnutzend, den der Wald uns bot, hörten wir gedämpftes Schießen.
Es waren aber nicht die Leute aus Dobel. Die Schallwellen drangen von weiter weg heran, vom Krankenhaus her. Elsa, Raimund und Daniel waren auf Widerstand gestoßen. Jetzt konnten wir nichts mehr tun. Wir konnten nur noch hoffen, dass unser Ablenkungsmanöver ausreichend Aufmerksamkeit auf uns gezogen hätte, damit die drei mit Elsas Söhnen und vielleicht noch ein paar anderen entkommen konnten, bevor die falschen Soldaten auftauchen würden. Wir lauschten so lange, bis wir wieder etwas zu Atem gekommen waren. Jeder Schuss, den wir hörten, war vor allem für Theresa ein Wechselbad der Gefühle. Das entfernte, gedämpfte Krachen konnte bedeuten, dass gerade einer ihrer Freunde starb. Es konnte aber auch bedeuten, dass einer ihrer Freunde geschossen hatte. Generell galt, und das verstand auch Theresa, dass, solange geschossen wurde, Hoffnung bestand. Gerade wollte ich ansetzen und ihr diesen Umstand noch einmal flüsternd verdeutlichen, da setzte sie sich auf und legte ihren Zeigefinger über den Mund. Rasch krabbelte sie ein paar Meter zurück in Richtung Feld und lugte um einen Baumstamm herum. Auch ich wollte sehen, was auf der Straße vor sich ging. Sie verfolgten uns nicht weiter, schauten nach Osten, die Straße entlang, und ich... Jetzt konnte ich es auch hören. Das Geräusch von Fahrzeugen. »Scheiße«, fluchte ich leise in mich hinein. Die falschen Soldaten waren da, um ihren Tribut zu holen. Es dauerte nicht lange, dann sahen wir die ersten Fahrzeuge von rechts her die Hauptstraße entlangfahren. Sie hielten dort an, wo die verletzten oder toten Dobler lagen, mehr oder weniger direkt an der westlichen Zufahrt zum Krankenhaus. Zwei der fünf Transporter und kleinen LKW, aus denen der Tross bestand, hatten kein Maschinengewehr auf dem Dach. Gepanzert waren sie aber alle. Ich vermutete, dass es sich bei diesen Fahrzeugen um die handelte, mit denen der Tribut weggebracht werden sollte. Aus dem vordersten der Fahrzeuge, einem mit Sandsäcken und Metallteilen behangenem Sprinter, stieg der Fahrer aus. Ich konnte nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Er hielt jedoch etwas, das aussah wie eine Maschinenpistole und war etwas zu massig, was auf eine schusssichere Weste hindeutete. Verdammt nochmal, wenn sie alle auf diese Weise ausgerüstet waren, dann... »Theresa, wir können jetzt nichts mehr tun. Du musst weg. Mach einen großen Bogen. Geh zurück zum Krater. Hörst du?« Inzwischen waren es 10 oder 12 der falschen Soldaten, die auf der Straße standen. Die meisten von ihnen wirkten etwas ratlos. Wahrscheinlich waren sie es nicht gewöhnt, dass in Dobel etwas schief ging. Der Anführer schaute in unsere Richtung, und als vom Krankenhaus her erneut Schüsse zu hören waren, reagierten sie alle. Hinter den Maschinengewehren auf den Dächern der Fahrzeuge tauchten Köpfe auf. Die Schützen waren also nicht mit ausgestiegen. Die anderen, die sich auf der Straße befanden, brachten ihre Waffen in Anschlag und verteilten sich. Und dann gab es noch Bewegung auf der linken Seite meines Sichtfeldes. Etwa 20 weitere Männer, alle mit Waffen in den Händen. Der Mann an der Spitze dieses Trosses konnte nur Arlinger sein. Sein weißer Kittel leuchtete wie eine Zielmarkierung. Theresa legte an. »Nein!« zischte ich sie an und setzte mich in Bewegung, um zu verhindern, dass ihr Schuss unsere Position verraten würde. Aber das war gar nicht nötig gewesen. Noch ehe ich sie erreichte, hatte sie den Lauf wieder gesenkt und sah mich an. »Sag mal, was soll denn der Scheiß? Zuerst willst du mich wegschicken, so als ob du nicht abhauen müsstest wie ich, und dann verhinderst du auch noch, dass ich dieses Arschloch...« Sie zielte jetzt doch wieder auf mich, aber ich glaubte nicht, dass sie selbst es bemerkte. Ihre Worte zu formulieren, hatte sie auch dazu gezwungen, nachzudenken. Sie verstand den Bruchteil einer Sekunde später, dass es unseren sicheren Tod bedeutet hätte, wenn sie abgedrückt hätte. Und den ersten Teil ihrer Frage, den würde ich gerne beantworten. »Der Wasserturm, Sie sind jetzt alle hier. Da, bei den anderen, sind auch Benedikt, Raun, Senior. Der Turm ist vermutlich unbewacht. Das ist meine beste Chance, Rolf zu erreichen. Vielleicht gibt es noch höhere Flecken hier in der Umgebung, kann ja sein, sicher. Aber wir haben wirklich keine Zeit mehr, oder?«